Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Worum es in diesem Video geht, kann ich noch gar nicht genau sagen, aber ich weiß, dass mein Ofen gerade am Ausglühen ist. Und sagt ihr euch, hast du einen in der Waffel? Was hat denn dein Ofen jetzt mit dem Channel hier zu tun? Was ist da los? Ja, und zwar habt ihr ja gefragt, was das Thema dieses Brandschutz-Imprägnierungszeug da, ob man das nicht mal testen könnte. Ich habe ja hier diesen Brandschutz, dieses Zeug da stehen und ob man das nicht einfach mal auf einen Lappen sprühen kann oder auf ein Stück Holz und mal gucken kann, wie, ob sowas dann brennt und ja, brennen wird es mit Sicherheit, aber wie lange es dauert, bis es anfängt zu brennen. Nun habe ich hier einen Lappen imprägniert, der ist natürlich jetzt auch schon trocken, ist klar, und als Gegenstück ein gleicher Putzlappen ohne Imprägnierung, also ohne mit. Ne? Genauso wie ich ein Stück Holz imprägniert habe, aber nur hier vorne, also hinten nicht, weil ich das festgehalten habe beim Imprägnieren. Also vorne, das Zeug ist aber auch schon, wie gesagt, trocken. Das habe ich imprägniert. Und dann nehme ich einfach mal ein Stück Holz hier aus der Kiste, was nicht imprägniert ist. Ja, also imprägniert und das ist auch imprägniert und das ist nicht imprägniert und das ist auch nicht imprägniert. Und dann dachte ich mir, das lege ich jetzt mal in den Ofen rein, in die Glut und dann gucken wir mal, wie schnell das anfängt zu brennen. Das machen wir jetzt. Ich glaube, wir fahren mit den Putzlappen an, weil die wahrscheinlich schneller wegbrennen wie so ein Stück Holz. Meine Scheibe ist ziemlich dreckig, aber ich hoffe mal, man kann das trotzdem sehen. So, nicht imprägnierter Lappen. In die Glut reingelegt. Und siehe da, fängt sofort an zu brennen. Das ist der nicht imprägnierte Lappen und ja, ist natürlich sofort in Flammen aufgegangen. Ist ja klar, ne? Wir hatten auch nichts anderes erwartet. Das lasse ich jetzt einmal ausbrennen, bis der Lappen wieder aus ist. Und dann lege ich den imprägnierten Lappen rein. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe selber auch keine Ahnung, was da jetzt bei rauskommt. Wir werden sehen. So, der Lappen ist jetzt ausgebrannt. Also kommt jetzt der imprägnierte Lappen da drauf. Hole ich mal die Kamera, ohne zu schneiden natürlich. Also der andere war jetzt ja schon deutlich am Brennen. Dieser hier noch nicht. Na komm, das sieht doch schon gut aus. Ach so, hier guck mal. Der glüht eher durch, als dass er brennt. Seht ihr das? Das leuchtet da. Ich hoffe mal, das kann man sehen. Krass, ich traue mich jetzt nicht, die Tür aufzumachen, weil das qualmt sich ja wie Sau. Alter, wer hätte das denn bitte von euch gedacht? Ich nicht. Das ist richtig krass. Was? Das brennt ja gar nicht. Das glüht nur. Seht ihr das? Das glüht nur. Das ist richtig krank. Das ganze Ding glüht. Nein. Das geht doch gar nicht. Wie kann man das denn machen? Das brennt nicht. Hä? Was ist da denn los? Verstehe nicht. Krass. Richtig krass. Was? Jetzt muss ich doch mal die Tür aufmachen. Seht ihr das? Das glüht. Wie ein Stück Eisen. Aber brennen tut er nichts. Ja, ich weiß nicht, bleibt das jetzt so in der Form? Ich meine, das ist jetzt mit Sicherheit auch im Arsch, aber also Feuer gefangen hat das jetzt nicht. Das kann keiner behaupten. Ich will die Kamera jetzt nicht noch näher ranhalten, weil das so warm ist. Nicht, dass die gleich kaputt geht. Aber ja, seht ihr, das brennt immer noch nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch so der Zustand. Das ist jetzt wahrscheinlich durchgeglüht, ja, aber nicht durchgebrannt. Würde ich mal sagen, wer hätte das gedacht? Krass. Ein Zuschauer hat auch drunter geschrieben, dass das Zeug in öffentlichen Gebäuden und Kneipen verwendet wird. Um halt ja die Einrichtung zu schützen vor Feuer. Wie man sieht, mit Erfolg anscheinend. Ja, der Lappen ist jetzt weg, aber hat weder gebrannt noch irgendwas anderes. Kann man machen. Also für Stoff auf jeden Fall gut. So, nun mache ich das so. Nun lege ich. Alter, ja, der ist immer noch. Guck mal, der ist immer noch da. Seht ihr das? Der ist immer noch in seiner vollen Form. Ne? So, nun lege ich die beiden Stöcker, Äste, nebeneinander. Der hintere ist jetzt nicht imprägniert und der vordere ist imprägniert. Der hintere ist nicht imprägniert und der vordere wohl. Seht ihr, nun brennt der hintere brennt, der vordere noch nicht. Jetzt brennt der vordere auch. Ja, jetzt fängt der vordere auch an zu brennen. Aber, ja doch. Aber es hat schon eine Ecke länger gedauert. Ja, jetzt fängt der vordere auch an zu brennen. Aber es hat doch schon eine Ecke länger gebraucht wie da hinten. Das Stück Holz.
Ja, man sieht, dass der hintere deutlich weiter fortgeschritten ist. Der fängt jetzt auch schon hinten an zu brennen. Aber so an sich brennt der vordere natürlich auch. Aber man merkt schon einen Unterschied. Also man sieht, dass da ein Unterschied ist zwischen den beiden. Aber richtig krass bei Stoff. Ja, aber da sieht man mal, dass das Zeug schon seine Berechtigung hat, finde ich. Natürlich brennt das auch, aber es geht ja darum, dass dieses Anzündverhalten verringert wird. Wenn ich jetzt eine Schweißperle, wenn die jetzt gegen die Verkleidung rollt, sage ich mal, und das nicht imprägniert ist, dann fängt es sofort an zu brennen. Und wenn das erstmal brennt, dann hilft auch keine Imprägnierung mehr. Klar. Aber dieses Anzündverhalten, was wir jetzt gesehen haben, dass da 3, 4, 5 Sekunden Zwischenlagen zwischen den beiden Hölzern, was das Anzündverhalten angeht. Und das sind genau die Sekunden, worum es geht, glaube ich. Von daher, ja, kann man durchaus so machen, hat seine Berechtigung, würde ich so behaupten, ne? Einzige Nachteil ist, was man ganz klar sagen muss. Ich habe ja gesagt im Video, das ist ja, das steht da drauf, dass das Natrium irgendwas enthält. Und das ist ja Salz. Natrium ist Salz. Da habe ich schon gesagt, okay, müssen wir aufpassen, nicht, dass das irgendwas angreift zum Rosten, ne? Also vom Metall aufpassen. Ich habe aber vergessen, den hier aus der Sicht zu nehmen. Und siehe da, seht ihr das? Wie das jetzt, die Klinge war ja eingefahren. Und in der Mitte ist das direkt angefangen zu rosten. Und an der Seite, wo das geschützt war, nicht. Das liegt an dem Zeug. Genauso wie es überall so eine salzige Lake hinterlässt. Seht ihr das? Das ist wie Salz, kann man sagen. Das Holz ist auch alles so weiß angeschimmert. Ja, als wenn es Salz wäre, ne? Ich weiß nicht, was für eine chemische Zusammensetzung das ist. Aber ja, noch mal kurz geguckt. Ja, wenn es erstmal brennt, dann brennt es. Dann bringt dann das Zeug auch nichts mehr. Das ist so. Aber dieses Anzündverhalten, da war auf jeden Fall ein leichter Unterschied zu sehen. Bei Stoff noch krasser wie bei Holz. Schrieb auch einer, ja, aber das ist ja auch gar nicht für Verkleidung, für Holzverkleidung gedacht. Das ist ja nur für Stoffe. Stimmt, so steht es zumindest. Also stimmt nicht, aber so steht es in der Anzeige drin, bei Instagram. Aber wenn wir jetzt hier drauf gucken, was hier so drauf steht, da steht ja ganz klar auch, Vorhänge, Textilien, Wand- und Deckenverkleidung sowie diverse saugfähige Zellulosefasern. Und Zellulose ist ja nichts anderes wie Holz, Papier, irgendwas, ne? Und klar, wenn das jetzt lackiert ist, das Holz, dann hilft es auch nichts mehr. Dann kannst du machen, was du willst. Aber so wie hier, das ist ja tatsächlich saugfähig, ne? Unbehandeltes Holz, gerade Fichte, Tanne, das saugt ja, ihr wisst es ja selber, Wasser und alles auf. Und dann hilft das natürlich auch bei Wandverkleidungen. Mit Sicherheit nicht bei jeder. Wie gesagt, wenn das jetzt lackiert wäre, wird das nicht saugen, also hilft es schon wieder nicht. Genau. Ich würde sagen, das mache ich jetzt als einzelnes Video tatsächlich, weil, ja, als kleines wen es interessiert, ne? Was bringt dieses Feuerschutz, die Imprägnierung, Feuerschutzimprägnierung. Ich hoffe, euch hat der kleine Test gefallen. Über ein Abo und ein Like würde ich mich tierisch freuen. Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.